Moin Moin YouTube, Teil 2 von diesem seltsamen Amazon-Kauf-Video, was bedenke ich, die man noch kaufen kann. Wir waren beim Indoor-Schneemannschlacht stehen, sterben, näher, Ding stehen geblieben. Und das nächste ist Einhornfleisch. Wo wir im letzten Teil nochmal Pferdelasagne waren, sind wir jetzt bei Einhornfleisch. Tonic ist ein Produkt des Kämpfen. Also, ist es auf jeden Fall, dass es von seiner Diät fehlt, aber dafür, dass es Einhornfleisch ist, ist das bestimmt, sind das bestimmt Käfighaltungseinhörner, aber für 12 Dollar kann man die ja nicht anständig halten. Und jeder weiß ja, dass es Einhörner in Australien gibt, also... ja. What the fuck, Alter, das sieht halt einfach... Es sieht einfach so aus, als wäre das so Gulasch. Magic in every bite, das ist so richtig... Das ist so richtig schlechte Werbung, Alter. Und dieses Einhornkopf, so damit, da fehlt nur so ein Typ, der da draufsteht, so... Yummy! Ich esse jeden Tag Einhornfleisch, 1 Kilo. Gutes Fleisch, seitdem habe ich keine Zähne mehr. What the fuck, Alter. Alter. World's Okay is dead. Eine sehr ehrliche Tasse. Das ist traurig. Du bist ganz nett. Nicht, dass du großartig bist, aber du bist ganz nett. Spandex Bondi Suits, ja, die kann man ja schon. Man kann da 50 Dollar für ausgeben? Für gefühlt 20 Gramm Stoff? The fuck? Ich find's die Tonne trotzdem ziemlich unnötig, aber es ist anders. Das ist nice! Haben Sie auch schon mal davon geträumt, während Sie gerade dick am Abscheißen sind, erstmal schöne Runde Minigolf zu spielen? Tja! A Potty Putter ist jetzt für Sie da! Überzeugen Sie sich selbst, für nur 8 Dollar kann es Ihnen gehören, der Golfplatz vor Ihrem eigenen Scheißhaus. Sie können jederzeit Golf spielen, das Loch frei platzieren und Sie können... Oh Gott, ich sollte den Werbesprecher werden, ich bin so genial. Oh Mann, aber auch so Sache, wer kommt denn auf die Idee? Ja, jetzt Golf spielen, während ich hier dick einen reinsemmel, das wäre cool. Die jodelnde Gurke... Okay, jetzt bin ich verstört. Es verspricht Stunden kopfloser Unterhaltung. Für 12 Dollar, alles klar. In den Warenkorb. Ich hab's ja gerade nicht geöffnet, ich hab Angst, auf den Link zu klicken. Hier oben zu sein. Es ist halt wirklich. Es ist teurer als da steht. Hier steht 12 Dollar, was soll das? Und hier kostet es 14,99 €. Ist mit Prime. Ich hab's auch kein Prime, egal. Kann euch noch bis Weihnachten bestellen. Wie geil wäre das bitte, wenn ich meiner Schwester jetzt so eine singende Gurke schenke? Meiner Freundin schenke ich eine singende Gurke. Die freut sich bestimmt. Über eine singende Gurke, alles klar. Gut. Nächstes. Ein Flip-Up-Ninja. Oh Gott, ist das schlecht. Das habe ich an, während ich ihr die Gurke gebe. Und danach bin ich ja wieder Single. Ja, das kommentiere ich gar nicht. Das ist einfach... Was ist das schlecht? Bacon-Bandagen. Ja. Was? Warum? Jetzt ist auch die Frage, sind das jetzt Bandagen, die aussehen wie Bacon? Oder ist es Bacon, die aussehen wie Bandagen? Ich glaube, es sind eher Bandagen, die aussehen wie Bacon. Das sind so Pflaster, ne? Ja. Oh Mann, Alter, was denken denn Leute von dir? Kommst du so an einem vorbei, hat er voll den Arm so zugetaped mit Bacon? Wer kennt's nicht? Ist der neue Stil. Wir haben nur noch eins vor uns, Leute. Schnell euch ab. Nichts. Für die Person, die alles hat. Ja, da muss man auch mal angucken hier, ne? Boah, ich kann nichts gerade nicht kaufen. Jetzt bin ich stark enttäuscht. Oh Mann, Alter, man kann nichts. Das ist einfach ein Glas voller nichts. Das ist einfach... Das kostet 9 Dollar. Was ist das? Oh Mann. Ja, also, schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon kaufen würdet. Bis zum nächsten Mal und wir sehen uns. What the fuck, Alter, was mache ich denn hier?